Ein Schiff, ein gabrielisches Schiff, ein gabrielisches Schiff. Ah, was machte das Schiff hier? Aha, der Tee ist heiß. Er ist Direktor Thet hier. Der Direktor ist nicht hier. Seid ihr aus Galbadia? Wir sind Seeds. Ihr Schiff gehört Edea. Wir sind die Seeds der Hexe Edea. Ach so, gut, so einfach war's. Das sind die Seeds der Hexe Edea. Seeds? Wir kommen rüber. Wir sind mal unbewaffnet. So, und yay. Es sind nicht nur weiße Seeds, es sind auch die weißen, schwarzen Ninjas. Zack, raus das Schwert und zerstückle ihn. Nein, es ist Weihnachten und wir kommen in Frieden. Hihi. Keine Sorge. Na gut, wenn das so ist. Können wir mit Direktor Thet sprechen? Wir suchen Direktor Thet. Ja, ich bin hier. Direktor Thet, wir sind gekommen, um Eldionen abzuholen. Sie ist ja nicht mehr in Sicherheit. Offensichtlich. Leider haben Sie recht. Eldione? Die Eldione aus Vinhel? Squall, Sie müssten doch Eldione kennen. Sie ist irgendwo in diesem Garten. Können Sie sie hierher bringen? Wer sind diese Leute überhaupt? Was haben Sie hier zu suchen? Squall? Verstanden. So, und schon wieder eine Suchaktion. Diesmal suchen wir Eldione. Squall, die meinen doch die Eldione, oder? Das ist doch die an dir, das ist doch die an der Laguna so gehangen hat. Wahrscheinlich. Weißt du, wo sie jetzt ist? Ja, nicht so. Okay, suchen wir sie doch. Ei, ei. Sag mal, Squall, wer ist diese Eldione? Sie taucht in der anderen Welt immer auf. Natürlich, die andere Welt. Notausgang öffnen, Verbot. Werden wir auch noch ändern. Das Telefon habe ich auch noch nie so gesehen. Naja. Wir suchen Eldione. Und, ich hoffe, sie ist in der Bibliothek. Weil was anderes fällt mir gerade nicht ein. Aber dort müsste sie eigentlich sein. Na dann. Auf in die Bibliothek. Ersten Stock. Tja, wenn ich jetzt noch den Wegweiser benutzen könnte, wäre das alles viel schneller und einfacher. Aber nein. Das geht natürlich nicht mehr. Man muss sich jetzt so gut hier auskennen, dass man keinen Wegweiser mehr braucht. So, der kleine Junge, dem wir schon seine coole Karte abgezogen haben, rennt hier immer noch rum. Aber das ist erstmal halb so wichtig. So, wobei der Weg zur Bibliothek auch jetzt nicht so lang war. Können wir ein bisschen nochmal nach oben gehen und gleich nochmal was drawen, wenn wir dann hier schon mal in der Gegend sind. Mache ich das eigentlich immer wieder. Was immer noch nicht aufgefüllt. Wisst ihr, wie lange wir hier schon... Also, weil hier haben wir das die ganze Runde angefangen, die wir hier drehen mussten. Übrigens, hier müsste auch irgendwo ein Buch drin sein. Irgendwo... Irgendwo in der Bibliothek müsste ein Buch sein. Ah, da ist es. Okkult-Fan 1. Zeige ich euch gleich mal. Das ist eine Reihe aus 3 Büchern, glaube ich. Und die gibt eigentlich im besten Fall die Anleitung dafür, wie man Doomtrain als GF kriegt. Ich lese es mal vor. Okkult-Fan 1. Ungeklärte Fälle. Monster auf unerklärliche Weise umgekommen. Ordel Burg, 67, aus Timber arbeitete auf dem Feld, als er einen lauten Knall hörte. Als er sich umsah, entdeckte er zahlreiche tote Monster. Mr. Burg meinte, es geschah, als ich einen Zaun aus Eisenrohren aufstellte. Rätselhafter Tod am lichten Tag. Ja, genau, da gibt's 3 Stück von.
Denn für Doomtrain brauchen wir Items und einen Ring, den Ring des Salomon. Und hier kriegen wir eine leise Andeutung, welche Items wir denn ungefähr brauchen. Hier steht nämlich ein Zaun aus Eisenrohren. Das heißt, wir brauchen Eisenrohre, um Doomtrain zu erschaffen. Und zwar 6 Stück, das steht hier nirgends. Und dementsprechend, also es ist sehr, sehr schwer, wenn man nicht genau weiß, wie man das machen soll, Doomtrain einfach so sich zusammenzureiben, wie der zu beschwören ist, sag ich mal. Also nicht zu beschwören, sondern erstmal zu holen. So. Aber hier ist alles so schön leer, das heißt, hier müsste L sitzen. Die gute Elione. Was ist denn, Squall? Bist du etwa Elione? Ja, ich bin Elione. Du bist Elione? Die Elione? Ja. Was geht denn hier ab? Du kennst Laguna, richtig? Ja, das tue ich. Mein lieber Lunke, mein lieber Onkel Laguna. Sag's mir, was war das eigentlich? Es tut mir leid, Squall. Ich kann es dir noch nicht erklären. Aber eins kann ich dir sagen. Das war die Vergangenheit. Also doch die Vergangenheit. Es heißt doch, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann. Aber was ist, wenn die Möglichkeit besteht? Würde man es nicht doch versuchen? Verändern? Die Vergangenheit? Meinst du das im Ernst? Lächerlich. Also, du bist es? Du bringst uns in die andere Welt? Es tut mir wirklich leid. Schon wieder. Durch irgendeinen Blödsinn werde ich wieder verwirrt. Warum ich? Ich habe genug zu tun. Lass mich in Ruhe. Es tut mir wirklich leid. Versuch mich nicht einzuwickeln. Tja, das dazu. Hier kommt Chu. Squall, hast du Elione gesehen? Das bin ich. Alles in Ordnung? Elione hat mir zugeflüstert. Ich vertraue nur dir. Warum ist man immer von anderen abhängig? Jeder soll sich selbst um seinen Kram kümmern. Ich war nie von jemandem abhängig. Ich habe mich um meine Probleme und Sorgen immer selbst gekümmert. Als Kind konnte ich natürlich nicht alles alleine erledigen. Aber fast. Ich war von vielen Menschen abhängig. Das gebe ich ja zu. Weil andere Menschen für mich da waren, bin ich das, was ich jetzt bin. Ich komme jetzt alleine aus. Ich weiß, was ich tun muss, um zu überleben. Ich bin auch kein Kind mehr und weiß alles. Das ist eine Lüge. Im Grunde weiß ich überhaupt nichts und bin verwirrt. Ich will nicht abhängig sein. Was muss ich denn dafür machen? Sagt es mir. Jemand soll es mir sagen. Jemand? Bin ich also doch abhängig?
L. Oder L. Kann ich schon immer so gesprochen haben. Ich bin allein. Ich werde mich bemühen. Ich schaffe es, auch ohne dich. Ich werde alles alleine schaffen. Ja, ist übrigens der kleine Squall da. Aber ich glaube, das hat man aus dem Kontext schon mitgekriegt. Und da sind wir wieder. Déjà-vu. Morgenau. Ich habe nicht geschlafen. Ach, wirklich? Du hast da beim Schlaf etwas gemurmelt. Verrate ich dir aber nicht. Hey, gehen wir spazieren. Schon wieder? Das letzte Mal war es ein Rundgang. Diesmal gehen wir einfach spazieren. Geh doch alleine. Du bist hier in Sicherheit. Du sollst mich ja nicht beschützen. Hör zu. Wenn du allein bist, runzelst du immer die Stirn. Das ist der Grund, warum deine Wunde nicht ausheilt. Immer wenn sich ein Schorf bildet, bröselt er herunter, stimmt's? Was ich damit sagen will ist, auch wenn ich eine eingebildete, dumme Gans bin, denke ich doch, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dich von deinen Sorgen ein wenig abzulenken. Stimmt's oder habe ich recht? Ach doch, na klar. Okay, schon gut. Oh, ihr beglückt mich aufs Höchste, Sire. Also los, los! So, und damit möchte ich aber heute auch das Let's Play schon wieder beenden. Ich habe nicht mal im Ansatz das geschafft, was ich schaffen wollte. Einfach, weil ich den ganzen Kladderadatsch vergessen habe, der dazwischen kommt. Nämlich Nork und die weißen Seeds und Elione. Und dies und das und jenes. Aber was Neues anzufangen lohnt jetzt auch nicht mehr. Die Zeit ist eh bald rum. Ich weiß, ich bin noch 10, 15 Minuten drunter. Aber mein Gesundheitszustand ist auch nicht gerade der beste. Und deshalb kann ich eh nicht mehr allzu viel großartig reden. Deshalb war es das für heute. Wir sehen uns spätestens am nächsten Wochenende wieder. Wenn ich da nicht komplett flach liege, aber das werde ich dann sicherlich als Bulletin posten. Wenn sich etwas abweichend der Norm ergibt, also wenn ich mal keinen Let's Play mache am Wochenende. Und bis dahin, habt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Werdet schön beschenkt. Beschenkt auch andere schön. Vielleicht kriegt da jemand Final Fantasy 8 aus dem Trödelmarkt oder so. Und dann legt's ein und spielt's. Es ist ein schönes Spiel, wie ihr seht. Und wir ansonsten, wir sehen uns, denke ich mal, oder ihr seht mich, oder nee, ihr hört mich auf jeden Fall noch vor Silvester, so viel ist klar. Deshalb wünsche ich euch noch keinen schönen Rutsch ins neue Jahr. Das machen wir dann später. Das heißt, habt ein paar schöne, angenehme Tage. Verbringt sie mit euren Familien und Freunden. Und entspannt einfach ein wenig. Auch wenn ich dann nächsten Montag schon wieder auf die Arbeit muss. Aber naja. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Chaos sagt Tschüssili. Und habt noch ein schönes Fest. Und Merry Christmas.